Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt Bakery, also Backerei-Simulator. Wir müssen aber erstmal bei Audio, Musik. Na, da kann noch was. Machen wir mal auf 50 runter. Immer noch laut. Und auf 30 runter. Jetzt haben wir kaum Ausschlag. Jetzt sollte es besser sein. Ich muss mal hier gucken, habe ich hier alles. Ich kann auch hier runter regeln. So, machen wir mal da runter. Kann man doch hier wieder hoch machen. 70%. So sollte denn besser sein. So, und dann Profilname. Natürlich Odin. Logisch. Bestätigen. Ja, Tutorial wäre schon nicht schlecht, oder? Das war da ein bisschen durchsehen. Okay, ein großer Traum. Bereit zum Backen? Ja, bin ich. Sieht aber mistig aus jetzt. Butter, wo war denn Butter? Drücke einmal auf und halte gedrückt um Menge. Aha. Das erst nehmen oder was? Drücke Dreieck um. Drücke Schick und Weizenmehl, Lieferprozess so scheinigen. Ja.
Schütte Zutaten in die Schüssel. Wasser 60 Milch 60 also kann ich sowieso nicht weitermachen. Hefe 6 Zucker, wie Butter ist das? Zucker. Ach, da oben. Drei Gramm. Haben wir? So. Und Backofen. Tür zu öffnen. X. Ach, da. Hier nur das Rezept, ich kann gar nicht reingucken, wie der Teig aussieht. Jetzt Mixer ausschalten, bevor der Teig verbrannt. Drücke auf den Mixer, um Teig weiter in die Schüssel, wieder in die Schüssel zu geben. Achso, dann brauche ich jetzt die Schüssel. Oh. Den Teig auf Formbrett legen. Ach da. Anschließend muss der Teig mit kleinen Portionen okay, dahin. Kann aber. So, jetzt ablegen. Haltetaste. Was? Und diese tun, halte das Tablet und drücke auf Brötchen, um es zu bewegen. Ach, die sind runtergefallen. Ah. Ist aber schwer zu. Muss man wirklich. Oh.
ist echt. Jetzt. Es ist an der Zeit, das Gebacken aus dem Ofen zu nehmen, damit es nicht verbrennt. Drücke auf X. Diese Lieferkiste hat Logo des Kunden auf der Seite. Okay. Wähle das Blech. Das Blech mit dem Backen auf die Kiste Brötchen hineinzulegen. Okay. Welche Kiste? Welche Brötchen? Bin ich blind? Ach, da. Okay. Muss ich das selber denn bringen oder was? Dreiecken fortzufahren. Tafel.
Muss ich jetzt unbedingt was Neues nehmen? Kaufen. Ach, ich musste unbedingt was kaufen. Okay. Jetzt brauchen wir 5 bestätigen. So, jetzt brauchen wir erstmal Mehl. Das ist hier unten. 200 noch was. Achso, da geht's wieder zurück. Können wir jetzt noch drüber? Wir kommen immer noch drüber, okay. Also jetzt, vorher kann man nicht drüber, jetzt kommen wir drüber. Also wieder zurück. Ich brauche nur 250, es leuchtet doch rot. Voilà. 250, okay. Dann Butter. Salz. 5. Haben wir. Hefe. Oh, da haben wir wieder zu viel. Viereck. Hab ich ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. So. Und jetzt brauchen wir Hefe. Wo ist denn hier die Hefe? Die Schüssel sieht ja natürlich schon wieder voll mistig aus. Ach, da ist die Hefe. Bestqualität. Ne? Hätten wir mal Hefe raufschreiben können. Oh, jetzt haben wir das. Na, wir wollen das ja nicht verderben. Muss man die nicht jetzt auch abwaschen? Aber wir haben ja gar nichts zum Abwaschen hier. Oh, da kommt der Kollege, macht es sauber. Wir sollen doch eigentlich runde Brötchen machen, oder?
Frühstücksbrötchen. Na, dann machen wir mal runde Brötchen. Oh. Nochmal runde Brötchen. So. Sieht aber doof aus. Fünf Frühstücksbrötchen sollen wir machen. Hundebrötchen, Brötchen, Baguette. Dann machen wir einfach mal das. Ach, dann habe ich das Falsche gemacht. Also das mit diesem scheiß Kreis, das nervt unheimlich hier. Das reagiert doch nicht gleich so schön. Manchmal bleibt es stocken, manchmal geht es richtig gut und so wie jetzt. Und manchmal wird, also das nervt. Nummer 3 haben wir, das ist Nummer 4. Und das ist Nummer 5. So, dann nehmen wir das raus und machen das. Dahin. Na. Einmal. Wieso kann ich das Brett nicht dahin machen? Wieso muss ich hier einzeln machen? Ist ja voll oldschool hier. Und warum mache ich nur so wenig? Wieso mache ich nicht gleich ein paar mehr für das Geschäft? Für mich zum Essen. Ja, zack. Zu. Lass mal jetzt hier drückt, mal gucken, was passiert. Ist noch nicht fertig. Es sind aber nur 4. Wo ist denn das fünfte hin? Sind verbrannt? Es verbrennt. 93%. Zeitüberschreitung. Wieso kann ich es nicht in die Kiste legen? Hä?
erkannt. Hat er das überhaupt jetzt gemacht? Alter Ofen, weil Schweine gerade sagen, wir können zwei Bleche mit. Mich jetzt geduckt? Und wenn ja, aber wie habe ich denn das geschafft? Habe ich mich irgendwie geduckt, aber ich weiß nicht wie. Ah, mit Greifen, okay. Da fehlt aber trotzdem noch ein Brötchen. Drei Minuten schon, ne? Ich hole ich nochmal auf. Weil ich kann sie auch nicht in die Kiste packen und da steht auch nicht, dass es verbrannt ist. Es verbrennt. Aber es steht nur unbekannt. Heißt jetzt unbekannt, dass es schon doof ist? Oder heißt unbekannt, das ist halt unbekannt? Sieht aber auch nicht aus wie ein schönes Brötchen. Was war das jetzt? Okay, dann halt nochmal neu. So. Schüssel. Hefe ist fertig. Ach. Falsch. Ja. Ist doch nicht. Ach, da geht's jetzt auch schneller rückwärts. Na, ist ja nicht schlecht. So, Weizenmehl. Oh, das wird falscher. Weizenmehl. Ja, 250, aber das war jetzt noch Zucker. Oh. Haben wir alles. Dann hier rein. Anmachen. Hab voll verkackt, oder was? Ist denn der Unterschied zwischen
Brötchen und Brote. Die Brötchen. Habe ich rundes Brötchen genommen. Naja. Oh, das war jetzt. So. So, ach so, jetzt können wir sehen. Bestätigen. Zurück zur Bäckerei. Ah, okay, ich kann selber, ich kann aber auch. Ein dunkles Brot soll man herstellen. Bestätigen. Okay. Dann haben wir die Schüssel. Und. Das Rezept nochmal anklicken. So, wir brauchen Roggen. 500 Gramm. Haben wir. Jetzt brauchen wir Wasser. 300. Ach, balla. Das geht wenigstens schneller raus. Hefe, Salz. Salz. Also. Hefe. Zucker auch. Ah, sind wir schon drüber? So 2 Gramm. Ach, ich trottel. Zucker haben wir. Nee. Das haben wir nochmal. So, jetzt haben wir es fertig. Und das Hefe, 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 Hefe. Da. 5. So, haben wir auch fertig. Gehen wir da rein. Machen das an.
Super, dass ich so lange aufnehme, nicht dass es hier wieder abkackt bei der Hitze. Die Temperaturen sehen mal gut aus. So, dann nehmen wir das raus. Nehmen wir das da rauf. Stellen die Schüssel weg. Gehen darauf und sagen, wir wollen ein dunkles Brot. Dunkles Brot. Baguette, Brezel, rundes Brot, Brötchen, Baguette. So. Zack. Obwohl, muss man das, muss ich das nicht nochmal einschneiden? Ich nehme mal sicher. Zack. Nochmal sicherheitshalber. Schon fertig, da muss nichts mehr geschnitten werden. Zack. Nur sagen bleiben, so, Lieferung bestätigen. Was sollen wir jetzt herstellen? Und noch eine Trophäe. Läuft gar nicht mal so schlecht. Wenn man den Dreh raus hat, aber es kommen ja noch später noch mehr Zutaten und kompliziertere Sachen. Mit dem Steuern hier, wenn man das mit dem Kreis machen soll, da habe ich so ein bisschen Probleme, so mit dem Raufpacken, den hinher. Es geht, wäre einfacher natürlich, wenn hier das Blech wäre, dann könnte man das gleich so rüberpacken. Aber da gibt es bestimmt dann noch Tische, wo das dann integriert ist. Mit dem Backen kommen wir auch langsam klar. Ja. Dann würde ich jetzt hier auch einen Cut machen. Also auf Dauer werdet jetzt nichts für mich. Mal so ist es okay. Aber es wäre jetzt nichts für mich, jetzt, wo ich jetzt hier auf Dauer Brote backen wollen würde und Brötchen backen wollen würde. Also im Spiel meine ich jetzt. Da ist es jetzt noch nicht so mein Fall. Aber trotzdem ein schönes Spiel. Und für Fans von Simulatoren ist es bestimmt sehr empfehlenswert. Ich verabschiede mich jetzt auch. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Rodin.